Hallo, hallo, hallo. Wie ihr seht, ich bin wieder on the road. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich hab's ja auf Instagram echt spannend gemacht, weil ich tatsächlich, bis ich abfuhr, nicht wusste, ob ich Richtung Norden oder Süden fahre. Und die Entscheidung ist gefallen. Ich bin auf dem Weg in den Süden, im Norden nach Dänemark. Also da war einfach das Wetter mega, mega schlecht. Und darum habe ich mich jetzt doch fürs bessere Wetter entschieden. Wundert euch nicht, es ist September, ich habe die Daunenjacke an, weil ich direkt von einem Geburtstag aufgebrochen bin. Wir haben draußen gesessen und das war halt im Auto echt gemütlich jetzt mit der Daunenjacke. Und ich bin mir sicher, dass ich sie gleich ausziehen kann. Aber jetzt erstmal noch 5 Stunden on the road again. Ich bin jetzt hinter Triptis. Also, ihr wisst ja, ich lebe in der Nähe von Berlin und mein Fahrziel war 6 Stunden 50 entfernt. Jetzt sind es noch 4 Stunden und 30 in etwa. Aber gut, ich hoffe, das Video gefällt euch und ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana und ich liebe es, um die Welt zu reisen. Fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein und viel Spaß beim heutigen Video. Ja, da stehen wir jetzt schon mal zum ersten Mal hier. Voll der Stau um 7.29 Uhr. Ein Unfall, eine ungesicherte Unfallstelle hat hier einen Stau verursacht. Ich bin mitten in München und nutze gleich die Gelegenheit, hier einmal aufzutanken. Und hier gibt es tatsächlich kein E10. Also ich will bloß ein bisschen, weil ich bis nach Österreich kommen will und dann ist es ja eh günstiger. Aber es gibt hier tatsächlich kein E10, sondern nur Super, Supreme und Diesel. 2,11 Euro der Liter. Das günstigste. Ich habe mich voll gefreut, dass ich nicht mehr von der Autobahn runterfahren muss, weil ich jetzt hier getankt habe und mir noch einen kleinen Lunch geholt habe und Kaffee. Aber hier gibt es keine Vignette, da muss ich doch noch mal runterfahren von der Autobahn. Jetzt musste ich tatsächlich noch hier in die Raststätte und um hierher zu kommen, stand ich bis auf der Autobahn in Stau, weil es keine Parkplätze mehr gibt. Es ist hier hinter München dermaßen voll. Ich weiß nicht, wo die alle hin wollen und die wollen alle, haben alle Maut bezahlt für Österreich. Also scheint es jetzt nochmal die Nachsaison zu geben, wo alle nach Österreich fahren wollen. Seht mal, hier hinter mir stehen die, die warten jetzt, dass ich endlich losfahre, dass sie parken können. Die stehen bis auf die Autobahn. Aber ich habe meine Vignette und ja, jetzt kann ich weiterfahren. Hier ist alles voll. Ich habe tatsächlich dieses Jahr nicht sehr viel Glück mit meinen Mautstellen. Wer die alten Videos alle gesehen hat, dass ich in der Slowakei schon mal so lange gestanden habe, dieses Jahr auf meiner Slowenien-Tour. Also, ja, vielleicht habe ich nächstes Jahr mehr Glück. Passiert eigentlich was, wenn man das nicht so richtig doll anklebt? Weil ich habe hier immer noch die Spuren vom letzten Jahr und ich würde es einfach gern so lassen. So, eine Stunde noch und dann sehen wir hoffentlich den Almabtrieb. Da stand eben Stau. Schrecklich. Hasse es. In 33 Kilometern bin ich da. Ich brauche jetzt noch 25 Minuten. Ich stehe hier übrigens im Stau. Und wollt ihr wissen, wo ich bin? Ja, hier ist heute Almabtrieb.
Und natürlich habe ich verpasst durch den Stau, wie die Kühe von der Alm kommen. Ich hoffe, ich kann noch ein paar schön geschmückte Kühe einfangen. Und hier ist erstmal richtig was los im Stall. Hört ihr das? Ja, da gehe ich jetzt mal rein und ja, vielleicht finde ich noch ein paar schöne geschmückte Kühe für euch. Stört das bestimmt, oder? Ja. Ja, den Almabtrieb habe ich so ein kleines bisschen verpasst, aber nicht so schlimm. Ich wollte ja sowieso eigentlich noch weiter in den Süden. Und darum fahre ich jetzt, also jetzt bin ich nochmal schnell tanken. Hier kostet Benzin oder Super 1,79 €. Und dann geht es über den Brenner nach Italien. Da ist das Benzin wieder teurer. Darum haue ich jetzt nochmal voll. Und da ist nämlich wieder das Wetter besonders gut. Also wieder mal Italien. Ja, jetzt bin ich am Brenner. 10,50 Euro. Und dann hoffe ich, löst sich der Stau auf. Also seit Innsbruck stehen wir hier im Stau. Das ist so eng hier. Dabei habe ich ja kein großes Auto. Ich möchte mal wissen, was die mit dem Wohnmobil machen, wenn die hier durch müssen. Hallo. Dankeschön. Tschüss. Puh. Gleich geschafft. Jetzt bin ich durch. Boah. Ich schlitter hier tatsächlich von einem Stau in den nächsten. Und da seht ihr, ich bin gleich in Italien. Und hier ist schon wieder Stau, diesmal mit 12 Minuten Passierdauer. Etwas ärgerlich, aber ich kann es nicht ändern, also lasse ich mir die Laune nicht verderben. Ich bin jetzt genau 71 Kilometer vor Bozen und es war tatsächlich, oder es ist immer noch, ich stehe hier immer noch im Stau. Der Stau fing an kurz vor München, von Berlin aus kurz vor München und ist jetzt immer noch nicht zu Ende und ich bin schon in Italien, in Trentino, also kurz vor Bozen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich vermute mal, heute ist der Tag, an dem die bayerischen Ferien zu Ende sind. Und alle, also es sind alles Deutsche, die hier stehen, also fast alles. Ich vermute fast, dass das die Kinderlosen sind oder die schon erwachsene Kinder haben. Und die haben einfach abgewartet, dass die Ferien zu Ende gehen und wollen jetzt an den Gardasee. Also jedes zweite Auto ist ein Wohnwagen, Wohnmobil oder Van. Ja, ich denke mal, die haben einfach die Ferien abgewartet. Muss man sich mal merken. Ich bin ja sonst auch immer nur in den Ferien unterwegs, aber plane für die Zukunft ja auch, nicht mehr ausschließlich in den Ferien loszuziehen. Und ja, vielleicht sollte man noch ein kleines bisschen mehr Abstand zu den Ferien wahren. Ich hoffe, dass diese letzte oder erste Mautstelle hier in Sterzing jetzt auch das Ende des Staus bedeutet, weil ja hier alle noch mal anhalten müssen und so. Und ja, drückt mir mal die Daumen. Ah, da haben sie einen hingestellt. Da braucht man nicht drücken, geht schneller. Ganz fantastisch. Wow, da ist er, der Schlern. Da wollen wir jetzt hoch. Aber erst wollte ich noch schnell einen Geldautomaten finden. Aber schaut doch mal diesen beeindruckenden Felsen an. Mega.
Willkommen im Schlern Nationalpark. So, schaut mal, da ist der Schlern. Ich kann jetzt noch nicht hochfahren, weil die Straße, die darf man nur zwischen 17 und 8 Uhr benutzen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal Geld holen, vielleicht gehe ich noch eine Runde durch den Ort, zur Toilette muss ich auch noch. Und dann fahre ich nach 17 Uhr da hoch. Hier ist die Bank und schaut mal, da kommt gerade Anja Fliegt. Kennt ihr Anja Fliegt? Das ist eine Bekannte von mir. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, bis ich die Straße passieren kann und dann kann ich noch eine Runde durch den Ort wandern hier. Ein schönes kleines Örtchen, sei es am Schlern. Habe ich auch ein Video, kann ich euch verlinken, oben rechts. Als ich das letzte Mal hier war, wurde das gebaut. Oh, haben sie doch richtig schön gemacht. Und hier ist der Ausblick. Wow. Ich mag es total, hier in Kirchen zu gehen. Geht es euch auch so? Da sieht man den Schlern. Und jetzt fahre ich da hoch. So, jetzt geht's hoch zur Seiser Alm. Die größte Hochalm Europas. Es ist blöderweise der Bus vor uns, aber ja, warum nicht? Fahren wir halt ein bisschen langsamer. Hier einfach eine Traumkulisse. Und dann noch das schöne Wetter. Was müssen das für glückliche Menschen sein, die hier leben? Jetzt geht's wieder so los mit Kurven. Hier steht jetzt das Schild. Bergbahn geht natürlich auch. Diese Straße ist über 9 Kilometer lang und tatsächlich, kaum zu glauben, aber kostet sie nichts. Ist heutzutage ja sehr selten, dass man nichts bezahlen muss. Wow, huch! Jetzt sind wir gleich oben. Was für ein Ausblick. Weswegen ich jetzt wieder hier bin, ich war ja schon mehrmals hier, auch da oben. Ich war aber noch nie hier oben entlang gewandert. Und das wollte ich eigentlich mal machen. Mal sehen, vielleicht komme ich ja diesmal dazu. Hier ist so ein großer Parkplatz. Allerdings darf man hier nicht nachts parken. Und hier kommt auch der Bus. Und natürlich, wenn die Straße kostenlos ist, ist das Parken nicht kostenlos. Tageskarte kostet 20 Euro. Und man darf von 6 bis 23 Uhr hier parken. Campieren verboten, logischerweise. Parkverbot zwischen 23 und 6 Uhr. Mal sehr gut zu sehen. Hier ist der Schlern. Hier am Schlernhaus war ich und eigentlich wollte ich hier bis nach hinten zur Tirser Hütte, aber das Wetter war an dem Tag so schlecht, das fing an zu schneien und alles. Und ja, vielleicht mache ich das einfach morgen mal.
Und dann war ich hier schon und habe die Rosengartenüberschreitung gemacht. Und hier ist auch die Hammerwand und da habe ich auch schon mal diese Überschreitung hier gemacht. Mit Wanderführer Günther. Dieser Parkplatz ist übrigens 1800 Meter hoch. Das ist mein Platz für die Nacht. Schön mit Ausblick. Wenn ich morgen früh erwache, kann ich gleich hinten rausgucken. Und die Sonne scheint dann, hoffentlich. Und hier habe ich noch Nachbarn. Tag heute geht erstmal zu Ende und schaut mal, ich sehe hier, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, den Schlern. Da habe ich echt ein schönes Plätzchen gefunden und Tatsache noch den Sonnenuntergang. Dann habe ich morgen früh von dieser Seite den Sonnenaufgang. Darauf freue ich mich schon echt. Und morgen geht's dann wandern. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wollt ihr weitere Videos sehen? Dann ganz klar, Abo da lassen und die Glocke nicht vergessen. Okay, bis bald.